Und zack, Alter, da geht er rein, der Amurwels. Ich hoffe, es ist der Amurwels. Der Faller, der zieht ja hier schon richtig rein, ey. Und er klackert, oder es ist eine dicke, fette Quappe, kann natürlich auch sein, aber er soll hier zumindest sein, der Amurwels. Und ich muss es natürlich wieder testen. Es wurde hier zuletzt schon wieder eine Trophy gefangen. Es werden aber auch zurzeit die Amurwälse als Trophy gefangen auf Grundrude. Bäm, Alter, 3,8. Das schmeckt aber schon hier vom Amurwels, der Lümmel. Schönes Ding. Ich mache direkt weiter, schnell wieder raus mit der Rute und weiter testen. Langsame Umdrehung, Einholgeschwindigkeit 30 habe ich hier an der Stelle. Und ja, wieder hier schön in den Jig gehen. Ich habe in den letzten Tagen, jedes Mal, wenn jemand einen großen Brocken gefangen hat, einfach mal nachgefragt, Alden, wie sieht es denn aus bei dir? Wie und wo gefangen? Und auch in der Com gab es da einen Beitrag im Discord. Da auch einfach gerne mal reinschauen. Unterm Video ist ja der Link zum Discord. Da gibt es immer hilfreiche Beiträge. Und daraufhin habe ich mir das mal genau angeschaut. Welchen Köder hat denn der Spieler verwendet? Und dann sieht man das ja auch in den Rekorden hier mit dem Quicker. Deutsche Rekorde. Platz Nummer uno. Also, das sieht halt richtig gut aus. Und dementsprechend habe ich das auch direkt nochmal verwendet. Und guck mal hier, auf den letzten Metern hier vorne ballert er nochmal rein. Schön. Gerade nochmal extra nicht direkt rausgezogen. Denn auch vom letzten Mal weiß ich noch, dass die Bs knapp hier vorne hin auch noch beißen können. Das heißt, nicht entmutigt hier auf den letzten Metern schnell reinziehen, sondern locker flockig durchziehen, durchjiggen wieder und auf entspannt einfach durchgehen. Immer weitermachen, nicht zu schnell und dann auch, wie gesagt, hier bis auf den letzten Meter warten. Denn ja, wie gerade gesehen, die beißen halt auch bis kurz vor den Füßen hier. Und das ist gewichtsmäßig schon gar nicht so schlecht. 1,7 Kilo, ich glaube, da liegen wir so fast bei 20 Silber für den kleinen Fisch. Das geht auch ganz gut. Kohlemäßig natürlich nice. Immer schön, wenn sowas in der Art reingeht. Was mir viel wichtiger ist, ich will das Teil endlich als Trophy haben. Ist das für mich Trophy Nummer 70? Wird es die 70. Trophy oder nicht? Ich bin sehr gespannt und probiere in letzter Zeit verschiedenste Sachen, verschiedenste Stellen, verschiedenste Fische, die mir halt noch fehlen, damit ich auch dieses Jahr noch die 70. unterschiedliche Trophäenart, hier oben haben wir es ja immer stehen, wie viele unterschiedliche Trophäen hat man gefangen? Bei mir war es jetzt ja zuletzt der Buckellachs mit der 69. Ja, und dann machen wir doch jetzt einfach mal die 70 voll. Vielleicht hier mit dem Amurwels, das wäre doch der Hammer, Alter. 5 Kilo so rum, das wäre doch ein Träumchen. Kann er gerne reinballern und sich noch ein bisschen wehren. Ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht doch nochmal ein anderes Setup irgendwie nehmen sollte. Vielleicht doch nochmal ein bisschen feiner reingehen. Wir gucken gleich nochmal das Setup genau an. Vielleicht ein bisschen feiner rein und mehr dann speziell, also bewusst in den Drill gehen, mehr ins Risiko. Vielleicht ist das eher the way to go. Position 81, 100 hier gerade. Das heißt, wir sind an der Tunguska. Wir stehen hier entspannt am Ufer, direkt am Anleger, an der Base. Also gar nicht so weit weg. Von daher, eine Möglichkeit auch mal schnell was zu wechseln, wenn man mal kurz zum Shop muss oder sowas. Irgendwie was Neues testen. Neue Hakengrößen und so weiter. 1-0er Haken habe ich. Wir gehen gleich mal direkt ins Setup rein und schauen uns das an. So, bis hier vorne durchgezogen. Also, da ist der Anleger. Man sieht es schon direkt. Hier ungefähr werfe ich so hin.
in Richtung dieser Kante vielleicht sogar auch, dass man da landet. Setup jetzt gerade auf 12, der ist auch schon mächtig durch. Jetzt wechsle ich, der war vorher noch im gelben Bereich, das heißt, den tun wir jetzt mal in die Tonne. Und jetzt nehmen wir den hier für 1, 2, ist der wahrscheinlich noch gut. Über 50%, dann ist der Verschleiß aber auch schon ordentlich durch. Die lassen ja an Lockwirkung ein wenig nach. Und wenn man hier schon, ja, ich sag mal, hart auf das Maximum geht, wenn man hier mit einem hervorragenden Setup steht, mit Plus auf die Angelmethode und so weiter, und dann spart man vielleicht an einem Köder. Ich glaube, dann ist es auch an der verkehrten Stelle gespart. Wenn man allerdings im Low-Level-Bereich unterwegs ist und erstmal nur rausziehen will, egal was, Hauptsache man macht erstmal ein bisschen Kohle, ja, dann kann man natürlich auch die Gummiköder noch durchziehen bis zum letzten. Dann geht es halt darum, dass man das Maximum an Silber halt irgendwie rausholt. Wenn es halt hier um den Feinschliff geht, um das Ideal-Setup, um vielleicht so eine Trophäe zu triggern, ja, dann muss man vielleicht doch nochmal investieren. Das heißt, auch ich werde gleich nochmal ein bisschen shoppen gehen und mir hier andere Köder reinziehen. Beziehungsweise, apropos andere Köder, vielleicht auch einfach mal, bam, andere Köder nochmal testen. Wie wäre es mit dem Maggot zum Beispiel? Der war doch letztens auch, oder? Da lief doch letztens auch der Maggot hier. Guck mal hier, 2,2. Ich bin übelst zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Mehr davon. Richtig, richtig cool. Kohlemäßig tipptopp. Seltener Fisch. Gerne als Trophy. Schwierig zu angeln. Wie gesagt, sonst auf Grund. Für alle, die halt lieber mit Grund unterwegs sind, keinen Bock haben hier auf Spinning oder Jiggen. 11 Meter Loch. Schön in das 11 Meter Loch rein. Und dann vielleicht da auch einfach gleich mal gucken in die Rekorde. Ich mache die gleich mal eben auf. Und dann mit den Ködern, vielleicht sogar mit der Störmische. Da werden natürlich diese Dinger gefangen. Allerdings sind die meisten, die eben die Amurwelse fangen, eigentlich halt auf Stör oder Sterlet aus. Das heißt, da würde ich, glaube ich, dann nicht mit so einem leichten 9 Kilo Setup rangehen. Sondern, ja, vielleicht so 27 plus. Eher so in diesem Bereich unterwegs sein. Ja, wenn da so ein dicker Stör reingeht, macht das auch wirklich keinen Bock, wenn man da zu fein unterwegs ist. Also wir gucken nochmal eben schnell rein, auch wenn das zeitlich gerade schlecht ist, denn wir müssen das ja jetzt ausnutzen hier, die Zeit. Ja, guck mal hier, das ist doch recht eindeutig, oder? Für die Grundangler die verschiedenen Köder. Tauwurm kann man natürlich auch verwenden. Fischfetzen kann man natürlich auch verwenden, wenn man hier keine Goldköder verwenden will oder kann. Das heißt, ja, dieses oder dann eben, so wie ich das jetzt gerade mache hier, mit der Kunstködermontage bzw. mit der Jigmontage hier durchjiggen. Guck mal, wir sehen auch hier den Fischfetzen und auch hier den Maggot. Genau den werde ich jetzt auch nochmal testen, bevor es gleich hell wird. Es dämmert schon so langsam. Und dann nehmen wir jetzt hier gerade mal den besten, den ich gerade noch habe. Ich habe es ein bisschen spät erst gesehen, dass schon wieder Abenddämmerung ist. Das heißt, jetzt muss ich mich ein bisschen sputen. Normalerweise so, wenn es halt langsam dunkel wird, kann man gut anfangen damit. Und dann ja, stellt man sich einfach hier hin und ja, geht dann auf den Amurwels tagsüber. Super einfach am Seitenarm. So ein bisschen auf Eschen gehen mit dem Spinner, mit dem einfachen Belaya-Setup. Da läuft das doch ganz gut. Und dann, wie gesagt, in der Nacht hier zum Amurwels-Jiggen. Einfach tip top. Und hier werden gerade wieder die dicken Karpfen gefangen. Alter Falter. Einfach wieder krass, was in der Community abgeht. Glückwunsch zu den dicken, fetten Karpfen. Lederkarpfen mit 33 Kilo. Schönes Ding. Es lübt wieder. Richtig, richtig wild. So soll das sein. Na, ob der Schwarze hier auch triggert, der Maggot. Oder einfach mal ein bisschen kleiner rangehen, ne? Mit dem Einserhaken. Kleinser mit dem Einser. Könnte man wahrscheinlich auch noch machen. Hatte ich sonst aber auch immer probiert. Und ich wollte halt diesmal explizit halt auf... Ja, ich bin auf Trophy aus, ne? Nicht auf Masse. Und Kohle, kohlemäßig ist mir fast egal. Ich möchte eigentlich nur
die Chance haben auf eine Trophy. Natürlich macht es noch, natürlich auch Spaß, wenn dann die Kohle auch noch stimmt am Ende. Aber letzten Endes will ich nicht die Quappen, ich will die Amurwelse. Heißt, ich werde jetzt gleich nochmal shoppen gehen. Die Nacht ist jetzt eh gleich rum. Ich gehe gleich nochmal shoppen, hol mir nochmal ein paar frische Quicker. Und dann geht's in der nächsten Nacht hier wieder hin auf den Amurwels. Da muss er doch irgendwann mal reinballern. Hatten wir sonst das Setup schon mal beäugt? Noch nicht so richtig, ne? Ich guck gleich nochmal eben rein. Aber ich glaube, dann haben wir auch alles durch von diesem Spot. Alle wichtigen Infos sind, glaube ich, raus. Letzten Endes, ja, Einholgeschwindigkeit relativ langsam hier. Ich sag mal mit der 30. Eine Umdrehung mache ich immer nur. Die Jig-Führung steht hier konstant. Das ist wichtig. Ich hatte das ein bisschen rumprobiert mit anderen Geschwindigkeiten. Dann ging auch mal nicht die Jig-Führung. Also da hatte ich einfach kein Ergebnis. Also man sollte das schon irgendwie einigermaßen hinkriegen mit der Jig-Führung. Und hier mit der Strömung schön diesen Jig, diesen Hopser über den Untergrund zu machen. Das klappt auch eigentlich ganz gut. Vielleicht kann man das sogar noch langsamer machen. Teste ich in der nächsten Nacht auch nochmal. Einfach ein bisschen langsamer. Vielleicht nur so mit 20 oder sowas. Könnte auch gehen. Ist natürlich auch immer rollenabhängig, die Geschwindigkeit, die man oder die Zahl, die man einstellt. Das heißt, ich sag mal so eine mittlere Geschwindigkeit. Die einfach mal probieren. So, und wir sind durch. Einmal komplett noch durchgezogen. Also, wie sieht das aus? Die paar Fischis jetzt hier. 60 Silber für ein so ein Brocken. Nicht schlecht. 26, 33, naja gut, und die Quappe auf dem anderen Köder. Also, lieber hier, ja, 120 in 11 Minuten, schmeckt. Lieber hier mit dem Quicker nochmal dran, so sieht das Setup aus. Ich bin hier, wie gesagt, mit Fluorocarbon only unterwegs. Brauche also dementsprechend kein Vorfach zu verwenden. 1-0er Haken hier jetzt drauf, gib ihm volles Matt natürlich hier auf dem, ja ich sag mal auf einer sehr guten Route. Man kann natürlich auch mit einer etwas mehr vielleicht auf Jiggen getrimmte Route irgendwie da rangehen mit der Wechsler oder sowas. Ja, und ich glaube im Großen und Ganzen lübt das. Jetzt nochmal den Quicker da drauf, 4, das ist er hier, 4,5007 und dann rausziehen. Die Trophy. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn es dir geholfen hat, Kanal abonnieren. Das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.